Die Torah-Miliz Islamischer Staat legt ja großen Wert darauf, eben ein Staat zu sein. Und zu einem Staat gehört in den Augen des IS offenbar auch eine staatliche Nachrichtenagentur. Und das ist so diese Rolle, die Amaq ein bisschen spielt. Zwar hat IS nie offen gesagt, Amaq ist unsere Nachrichtenagentur, aber die Verlautbarungen dieser Nachrichtenagentur lassen eben keinen Zweifel daran, dass die Verbindungen da sehr eng sind. Ganz interessant ist, dass während der IS in seinen Bekennerschreiben so sehr einseitige Sprache verwendet, Amaq sich sehr um einen nüchternen Nachrichtenagenturstil bemüht, um eben so die Professionalität zu zeigen. Und Amaq kopiert auch die Werkzeuge von anderen Nachrichtenagenturen und Medien. So zum Beispiel gibt es Infografiken über die Anschläge des IS im Ausland. Und das ist hier ein ganz aktuelles Beispiel. Da sehen wir praktisch den Bodycount der jüngsten Anschläge. Also wir sehen hier 200 Tote in Paris, 84 Tote in Nizza. Und obwohl der Anschlag von Ansbach zum Beispiel jetzt erst 36 Stunden zurückliegt, ist auch Ansbach schon aufgeführt, hier mit 14 Verletzten. Gleiches gilt für Würzburg mit 23 Verletzten. Wir wissen, dass diese Videos jeweils erst kurz vor den Taten aufgenommen wurden. Es also den Leuten gelungen sein muss, innerhalb kurzer Zeit die Videos nach Syrien oder nach Irak oder wo auch immer die Verantwortlichen sitzen zu schicken. Möglich ist, dass das über Telegram, also ein Chatprogramm, geklappt hat, das bei mir sehr beliebt ist, vielleicht mit Download-Links, die verschickt wurden. Das ist eine der Fragen, die noch zu klären ist. Nach den Anschlägen von Nizza, Würzburg und Ansbach hat man jedes Mal das gleiche Muster verfolgen können. Es gab Hinweise darauf, dass der Täter Verbindungen zu dschihadistischen Kreisen haben könnte. Und dann hat kurz darauf Amaq unter Berufung auf IS-Quellen eine knappe Erklärung herausgegeben, dass es sich in der Tat um einen Soldaten des Islamischen Staates gehandelt habe, der diesen Angriff vollzogen hat. Also das sehen wir hier sowohl in Nizza als auch in Würzburg als auch in Ansbach. Interessant an diesen Erklärungen ist, dass da eigentlich gar nichts drinsteht, also nicht mehr als wir in Europa auch wissen. Diese knappen Erklärungen von Amaq sind deshalb auch keine klassischen Bekennerschreiben, sondern es ist eher der Versuch, die Anschläge im Nachhinein für sich zu reklamieren. Deshalb halte ich es auch gerade für deutsche Medien sehr wichtig, da vorsichtig mit so Zeilen wie der IS bekennt sich zu umzugehen. Ich würde eher sagen, der IS reklamiert den Anschlag für sich. Denn in diesen Erklärungen wird deutlich, dass der IS wenig bis gar nichts darüber wusste, was konkret geplant war. Es offenbar keine konkrete Anweisung gab, das und das zu tun, sondern dass jemand dort als einsamer Wolf, als auf eigene Faust gehandelt hat und der IS dann im Nachhinein versucht, diese Tat für sich zu vereinnahmen, um den Terror in Deutschland und die Angst zu schüren.